In Sachsen-Anhalt hat ein junger Mann vergangene Nacht einen schweren Unfall verursacht. Auf der B188 kam er zwischen Wust und Fischbeck von der Straße ab und landete in einem Feld. Und das war so dicht bewachsen, dass man das Auto von der Straße nicht sehen konnte. Im Fall der entführten und ermordeten Anneli ist heute nach gut einem Jahr das Urteil gefallen. Im August 2015 war die damals 17-Jährige nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Wenige Tage später wurde ihre Leiche gefunden. Annelies Eltern und Geschwister haben den Prozess gegen die zwei Tatverdächtigen im Gerichtssaal mitverfolgt und auf Gerechtigkeit gehofft. Mein Kollege Hanno Neustadt hat den Prozess am Landgericht Dresden von Anfang an mitverfolgt und war auch heute bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Hanno, die Eltern, die hatten ja gehofft, dass beide Täter zu Höchststrafen verurteilt werden. Wie haben Sie das Urteil aufgenommen? Informationen live aus Dresden. Dankeschön, Hanno Neustadt. Es ist Anfang September und vom Herbst weit und breit keine Spur. Vergangene Woche fast 30 Grad, jetzt gibt es eine kleine Pause, doch schon in den nächsten Tagen erwarten wir wieder über 30 Grad. Und zwischen solchen Hitzephasen spielt das Wetter meistens ziemlich verrückt, so auch gestern Abend. Und besonders Zwickau war von heftigen Regenfällen und starken Sturmböen betroffen. Im Süden von Sachsen-Anhalt hatte die Feuerwehr aber auch unabhängig vom Wetter viel zu tun. Gleich zwei Hausbrände haben den Einsatzkräften alles abverlangt, bei denen auch Kinder aus den Flammen gerettet werden mussten. Ja, leiten wir diese Frage gleich weiter an Sven Böttger, der vor dem Brandhaus in Zeitz steht. Sven, haben sich denn die Vermutungen nach Brandstiftungen bestätigt oder ist es dafür noch zu früh? Bald die neuesten Informationen zu dem Hausbrand in Zeitz live von unserem Reporter Sven Böttger. Dankeschön. Und wir haben weitere aktuelle Meldungen aus Mitteldeutschland für Sie. Kurz und kompakt. Wenn ich vorm Tor stehe, was ich nicht kenne. Sehr schön. Sex und Liebe gehört also für die meisten zusammen. Was aber sonst noch dazu gehört und ob man auch ohne tiefe Gefühle Spaß im Bett haben kann, darüber reden wir in gut einer Stunde mit unserer Expertin. Und Sie können sich daran beteiligen. Rufen Sie an unter 0182 15 15 und die 17. Und Dr. Thiele ist ab sofort für Sie erreichbar. Heute haben wir ja schon so einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was uns bald ereilen wird, der Herbst nämlich. Und das heißt auch, wenn wir wahrscheinlich alle noch genügend warme Hosen und Pullover im Schrank haben, die Modeindustrie setzt darauf, dass wir Neues kaufen und Altes wegwerfen. Aber genau das durften vier angehende Modedesignerinnen aus Leipzig 6 Monate lang nicht. Weder für ihren Kleiderschrank noch für ihre Abschlusskollektion. Und das Ergebnis dieses Experiments wurde jetzt professionell präsentiert und zeigt eindrucksvoll, dass Altkleider richtig was hermachen können. Zunächst aber schauen wir auf die A14 bei Leipzig. Hier ist es heute Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Suzuki war in Bereits seit dem frühen Sonntagmorgen sind die Feuerwehrleute in Lutherstadt-Eisleben im Einsatz. Hier hat eine Scheune mit Stroh gebrannt und das brennt ja bekanntlich lichterloh. Sie gehören zu den beliebtesten Tiefkühlprodukten weltweit, die Fischstäbchen. Vor allem bei Kindern sind die panierten Rechtecke sehr beliebt, landen aber auch bei uns Großen oft auf dem Teller. 24 Stück werden in Deutschland pro Jahr pro Kopf verspeist, jedes zweite von einem Erwachsenen. Allerdings haben sie nicht den besten Ruf als Lebensmittel, weil umweltschädlich und zu fett. Aber stimmt das? Wenn Hunde und Katzen alt werden, ist das nicht viel anders als bei uns Menschen. Sie brauchen mehr Pflege und mehr Zuwendung. Was sie tun können, um ihren Lieblingen die letzte Lebensphase möglichst angenehm zu gestalten, dafür hat jetzt unser Tierverhaltenstherapeut Dr. Ronald Lindner ein paar wichtige Tipps. Nämlich mit den Kollegen der Landesfunkhäuser, die hier schon warten und stumm in die Runde gucken. Guten Tag. Hallo. Es ist schön, dass ihr wartet, stumm, bis ihr alle... Aber nicht uninteressiert. Nein, siehst du, Steffen, ist mir klar, dass dir das Thema gefällt. Ihr habt aber andere Themen und ich würde mal sagen, wir beginnen auch gleich mit euch. Aber uns ging es heute auch um Verkehr. In der Tat, Schienersatzverkehr war heute angesagt zwischen Erfurt und Eisenach und auch auf einigen Strecken im Süden. Wie ist es gelaufen? Sie können das Dartmecker heute 19 Uhr im Sachsenspiegel sehen und erleben. Dankeschön, Tino, schöne Sendung euch. Danke. Das war's von uns, liebe Zuschauer. Morgen sind wir wieder natürlich für Sie da. 16 Uhr geht's los. Es wäre schön, wenn Sie Zeit für uns hatten. Hier geht's jetzt weiter mit MDR Aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.